Ja, nee, genau. Genau, Homeoffice, richtig, genau. Ja, wie die anderen auch. Nee. Nee, Quatsch. Ja, Gott, David und Richard machen auch nichts anderes, ne? Auch die ganze Zeit ein Video nach dem anderen raushauen. Ansonsten, ich glaube, ich habe die beiden gerade sogar auf dem Server gesehen. Genau. Nee, machen wir so. Alles klar. Gut, danke dir. Nachricht. Oh. Verdammt. Herzlich willkommen zu einer freudigen Spezialausgabe von Stahl, Schere, Papier. Der Anlass, wir öffnen wieder. Wir machen das Haus wieder auf und zwar am 15.05., also am Freitag, den 15.05. Wir sind, wie viele andere Häuser auch, dann überrascht worden vor ein paar Tagen, wie schnell dann doch plötzlich alles ging. Wir dachten tatsächlich, dass in der politischen Planung die Museen etwas weiter hinten stünden auf der Liste der zu öffnenden Institutionen. Jetzt stehen wir weit vorne. Wenn man darüber nachdenkt, da gibt es auch Sinn. Wir sind Häuser, Museen insgesamt, in denen sowieso auf Einhaltung von Regeln stark geachtet wird, die einen ruhigen Besuch vorweisen können, wo die Leute aufeinander Acht geben können, wo sie sowieso in einer achtsamen Stimmung sind. Und die meisten Häuser können noch genug Platz aufweisen, um das möglich zu machen. Insgesamt also eine vernünftige Entscheidung. Ich glaube, wir können, wir alle, wir Museen insgesamt, nicht nur Panzermuseen, können momentan den Menschen viel Entspannung und Ablenkung bieten durch Bildung und Unterhaltung, die aber gut reguliert werden kann, weil eben Museen geschützte Räume sind, in denen, wie gesagt, Regeln ohnehin eine große Rolle spielen. Also, wir freuen uns, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen können, dass wir Ihnen wieder Informationen und Bildung bieten können. Aber natürlich gilt auch, jetzt, auch wenn die Häuser wieder aufmachen, sind wir immer noch im Griff von Corona in dieser Republik. Das heißt, es gelten bestimmte Regeln. Welche Regeln gelten, was das für Sie und Ihren Besuch bedeutet, will ich kurz mit Ihnen durchgehen. Erstens, die Verordnungen des Landes Niedersachsen sagen, dass, wenn so ein öffentlicher Raum aufgemacht werden soll, jeder Person, die da drin ist, im Schnitt 10 Quadratmeter Fläche haben soll, zur Verfügung haben soll, damit sich eben alle aus dem Weg gehen können und sich nicht beim Vorbeigehen quasi ins Gesicht niesen müssen. So, das ist auch sinnvoll. Wir als Panzermuseum haben im Gegensatz zu vielen kleinen Häusern in irgendwelchen Bauernspeichern oder Altbauten, in dem Fall Glück, wir haben eine riesige überdachte Hallenfläche, von deren Fläche wir natürlich die ganzen Panzer wieder abziehen müssen, das ist klar, denn das sind ja keine frei bleibenden Verkehrswege. Und wenn man das so durchrechnet und dann diese verbleibende Fläche mit einem Sicherheitspuffer durch 10 teilt und davon noch die Mitarbeiter abzieht und noch so ein paar andere Rechenschritte macht, dann kommt man auf eine maximale Besucherzahl zu einem gleichen Zeitpunkt im Panzermuseum von 360 Personen. Was bedeutet das für Sie? Erstens, es kann sein, und das sage ich jetzt ganz offen, damit, wenn es dann passiert, Sie sich nicht ärgern, sondern sich einfach ein Eis holen oder einen Kaffee und sich entspannen. Man muss sich ja nicht aufregen. Es kann sein, dass Sie im Panzermuseum ankommen und durch einen statistischen Zufall wirklich gerade 360 Leute im Panzermuseum sind. Wie im Parkhaus. Dann ist halt voll. Dann müssen Sie draußen warten, bis Plätze frei werden und dann können Sie reingehen. Das sei hier einmal ganz offen gesagt. Wir haben diese feste Obergrenze, die ist gesetzlich vorgegeben. Die kann noch nicht verhandelt werden. Das ist so. 360 Personen, Haus voll. So. Aber wir kennen ja unsere Besucherzahlen. Und auch in normalen Mai-Monaten, außerhalb großer Ferien und so weiter, kommen wir an Werktagen oder kamen wir die letzten Jahre an Werktagen so auf 150, 250 Besucher in den gesamten geöffneten 8 Stunden, nicht zu einem Zeitpunkt. An einem Wochenende, wenn es gut lief, mal so 400, 500 Besucher pro Tag. Also da wären wir dann theoretisch drüber, aber wie gesagt, da reden wir von einer Zeit, da gab es Heidetourismus. Da gab es so Tagesausflüge, da gab es keine Zwei-Personen-Regel und so weiter. Also, es kann sein, dass das passiert, dann ärgern Sie sich nicht. Wie gesagt, holen Sie sich einen Kaffee, holen sich ein Eis und genießen Sie die Sonne, Sie kommen schon rein. Wahrscheinlich passiert es aber nicht. Nur wenn es passiert, bitte keinen Streit anfangen. Es ist so, es ist Corona-Zeit, 360 Personen Maximum. Das ist das Erste. Zweite Regel, Maske auf. Wie im Einzelhandel, wie in allen anderen Institutionen, die jetzt aufgemacht werden, wenn Sie ins Museum kommen, müssen Sie eine Maske tragen. Unabhängig davon, ob Sie das klug finden oder nicht, oder gerechtfertigt oder blöd. Es ist so, Maske auf, sonst kein Panzermuseum, ist es einfach so. Also Anzugordnung beachten, Maske auf, dann Einlass. Wenn Ihnen durch einen dummen Zufall eine Elster auf dem letzten Meter vor dem Panzermuseum noch die Maske aus der Hand rauben sollte, können wir Sie mit einer DPM-Maske zu einem günstigen Preis versehen. Wir haben extra die billigsten genommen, die es gibt, die den Zweck erfüllen.
damit die Leute nicht ordentlich viel Geld für tolles Merch ausgeben wollen, das sie eigentlich gar nicht haben wollen. Aber es wird unser Logo drauf sein und da haben sie gleich ein Erinnerungsstück. Was aber auch heißt, es gibt keine Diskussionen, ob sie vielleicht doch reinkommen, weil die Elster ihre Maske geklaut hat. Maske auf, keine Diskussion, zweite Regel. Dritte Regel. Das Panzermuseum ist ja ohnehin schlauchartig als Rundgang aufgebaut. Bitte halten Sie sich jetzt immer daran. Wir werden das als Einbahnstraße ausweisen, um es klar zu machen. Bitte in eine Richtung gehen. Sie kommen sowieso immer wieder vorne an. Gerade die Leute, die sich gut auskennen im Panzermuseum, hatten natürlich früher das Bedürfnis und es ist auch völlig berechtigt, einfach zu flanieren, vor und zurück zu gehen. Aber wir haben halt mehrere enge Punkte, an denen man durch muss. Und wenn sich da Leute begegnen, ist das genau das, was wir nicht haben wollen. Dann müssen sie nämlich kurzzeitig eng aneinander vorbei oder lange warten, um sich halt durchzulassen. Wir wollen es so machen, dass wir den gesamten Rundgang als Einbahnstraße definieren, sodass das Risiko ausgeschlossen ist. Die einzigen Personen, die gegen den Rundgang laufen sollen, sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die irgendwas erledigen müssen. Genau, das ist der Punkt. Also Panzermuseum künftig, Panzerringstraße, eine Wegeführung durch das gesamte Panzermuseum. Tun Sie uns den Gefallen, halten Sie sich dran. Dankeschön. Vierter Punkt. Bitte halten Sie die Abstände ein. Das sind jetzt die ganz normalen Regeln, die sowieso überall gelten. Treten Sie voneinander weg, halten Sie voneinander fern, kongregieren Sie nicht in größeren Gruppen. Auch wir müssen darauf achten, dass die Zwei-Personen-Regel eingehalten wird, dass also nur ständig zusammenlebende Haushalte auch beisammen sind, kleine Familiengruppen. Ansonsten sind Sie natürlich gerne willkommen als Einzelbesucher oder als Zwei-Personen-Paare. Darüber hinaus eben nicht. Das ist, was wir einhalten müssen. Wir machen jetzt die Tore auf. So sind momentan die Regelungen und wir sind gehalten, sie durchzusetzen und werden das auch tun. Also einfach die normalen Regeln einhalten, Abstand halten, dazu auch die üblichen Hygieneregeln, in den Armen husten, Hände waschen bei Gelegenheit und so weiter und so fort. Das führt direkt zum nächsten Punkt. Weil wir natürlich jetzt bemüht sind, uns zu vereinzeln im Panzermuseum, treffen wir uns natürlich nicht zu Gruppenführungen. Also, nächster Punkt, keine Gruppenführung. Es ergibt keinen Sinn, für ein oder zwei Personen eine Gruppenführung zu machen. Die Arbeitskraft der Museumsaufsichten und Führer und Führerinnen brauchen wir dringender für andere Aufgaben. Als solche Kleinstführung, größere Gruppen können wir gar nicht zusammenbauen, es sei denn, sie halten 2 Meter Abstände, aber dann müsste der Führer oder die Führerin die ganze Zeit den Vortrag brüllen und das will ja auch niemand. Also momentan keine Führungen. Keine Regel, aber eine Bitte, wenn Sie ins Panzermuseum gehen, kaufen Sie doch das Ticket vorher online. Das reduziert den Kontakt zwischen Ihnen und der Kasse, wieder ein Übertragungsweg ausgeschaltet. Wenn Sie das Ticket bei uns kaufen, gar kein Problem, dann noch gerne mit Karte, vielleicht sogar kontaktlos. Ich weiß gar nicht, ob wir das können, müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, dass kein Bargeld wechseln muss, das wäre super. Das sind so Kleinigkeiten, die helfen Ihnen und unseren Mitarbeitern, durch Distanz gesünder zu bleiben. Die ersten paar Tage wird Café und Shop, dieser Bereich am Ende des Rundgangs, noch geschlossen bleiben aus 2 verschiedenen Gründen. Erstens, der Shop braucht eine eigene Plexiglaskonstruktion, weil wir so eine sehr zerklüftete Theke haben, da kann man nicht mit diesen Hinstellern arbeiten. Die ist noch im Zulauf, weil natürlich die Lieferengpässe, obwohl wir schon im April bestellt haben, jetzt dazu führen, dass Plexiglasscheiben zum Zuschneiden erst später kommen und so weiter und so fort. Also eine Zeit lang wird da vorne alles zubleiben. Wenn das dann da ist, so um den 20. Mai herum rechnen wir damit, werden wir Merchandise-Artikel ganz normal verkaufen und wir werden ihn auch Essen und Trinken auf die Hand verkaufen, genau wie es in ganz Niedersachsen geregelt ist. Es wird keine Sitzrestauration geben. Man kann also nicht im Café gemütlich sitzen und essen und trinken. Das soll man ja auch nicht. Das darf man gar nicht momentan. Sie kennen diese 50 Meter Abstandsregel. Man darf den Verzehr des Gekauften frühestens 50 Meter vom Ort des Kaufes beginnen. Das bedeutet bei uns, wenn Sie draußen sind, weil wenn Sie in eine andere Richtung gehen, dann essen Sie im Museum. Und das dürfen Sie sowieso nicht, auch wenn kein Corona ist. Also nochmal ganz klar, am Anfang ist der Shop die nächsten Tage noch zu und das Café. Ab Mitte, Ende Mai wird es dann so sein, dass Shop und Café auf sind, aber eben als To-Go, also kaufen und dann mitnehmen. Die Tische werden rauskommen, auch damit man mehr Platz hat. Und die Personenobergrenze für das Café ist tatsächlich auch mit, ich müsste nochmal nachgucken, ich glaube 8 Personen erreicht, die Lobby mit 10 oder 12 Personen. Das heißt, es dürfen sich sowieso nicht viele Leute gleichzeitig in diesem kleinen Raum aufhalten. Das heißt, es ergibt sowieso Sinn, dass Sie Ihre Sachen nehmen und dann glücklich nach Ihrem Besuch mit Eis und Buch zur Tür hinausgehen und den Rest des Tages in der frischen Luft verbringen. Wir freuen uns auch drauf, wenn wir wieder richtig Kaffee-Restauration haben und Sie Ihre Zeit bei uns verbringen können. Das ist auch toll. Gerade geht's nicht, aber so ist es normal. Wir bitten Sie nur darum, das auch zu machen, damit unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Diskussionen haben. Das wäre blöd, weil wir haben es nicht verbrochen, Corona, und auch die Vorschriften nicht. Und wir tragen sie mit und möchten sie gerne umsetzen. Vielen Dank. So, fassen wir zusammen. Was erwartet Sie im Panzermuseum? Erstmal das Panzermuseum wie immer.
Nur leider keine Gruppenführung, was ich tatsächlich mega schade finde, aber leider nicht zu ändern ist gerade. Es kann sein, dass es die Besucherobergrenze zugreift und Sie ein bisschen draußen warten müssen. Glauben tun wir es nicht, aber wenn es so kommt, nicht ärgern. Lesen Sie was Schönes, holen sich einen Kaffee, setzen sich in die Sonne. Bei dem Wetter kann man das schon machen und dann geht's bald rein ins Panzermuseum. Wenn Sie reinkommen, bitte, bitte Maske mitbringen, Maske aufhaben, Maske auflassen. Egal, was man davon hält, es ist so, wir müssen es fordern, wir werden es durchsetzen. Dankeschön, wenn Sie uns dabei helfen. Wenn Sie durchgehen, es ist jetzt ein Rundgang. Sie können so oft rund gehen, wie Sie wollen, aber bitte in eine Richtung. Es ist jetzt eine Einbahnstraße und das soll sie auch bleiben. Das hat seinen Grund. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, das zu tun. Wenn Sie am Ende der Führung oder am Ende des Rundganges rauskommen, wird am Anfang das Café und der Shop geschlossen sein, später dann als To-Go-Institution da sein. Sie können dann Ihre Sachen mitnehmen und dann draußen in der Sonne essen und trinken oder lesen oder zusammenbauen, was auch immer Sie kaufen wollen. Aber das nette Sitzen gibt es erstmal nicht. Sei es drum, auch das wird wiederkommen. Wir freuen uns drauf. So, aber wenn Sie ins Panzermuseum kommen in den nächsten Tagen, dann gibt es auch etwas Besonderes. Und zwar das hier. Wir haben ja gesagt, wir würden nochmal mit der Firma Kobi zusammenarbeiten. Die Kobi-Leute haben ja den Leopard rausgebracht, der als deutsches Panzermuseum-Merchandise-Produkt in die Welt gegangen ist und super läuft. Nach allem, was wir hören, ist das ein ziemlich gutes Produkt. Mir hat es auch Spaß gemacht, den zusammenzubauen. Er ist kostengünstig und bei uns im Onlineshop zu beziehen. Und dann haben wir gedacht, was machen wir als nächstes? Und haben uns überlegt, das war auch noch vor Corona, dass wir eine besondere Aktion machen wollen. Das heißt, wir wollten eine Limited Edition machen von einem Fahrzeug, das zum Panzermuseum gehört und das nicht in unbegrenzter Stückzahl zu haben ist, sondern in einer sehr begrenzten Stückzahl. Und das haben wir auch gemacht. Und jetzt ist er da und ich packe den mal kurz aus, den Panzer, damit Sie sehen können, was wir da gemacht haben. So. Auf ist es schon. Jetzt hoffe ich mal, dass ich wenn ich nachher das Video schneide, irgendeine epische Fanfarenmusik finde. Und ich hoffe, naja, ist auf dem Kopf, also sparen wir uns die Fanfaren. So, wir haben mit den Kobi-Leuten gebaut unseren A7V. Jetzt muss ich mal kurz das Bild prüfen. Licht, Reflexion. Unseren A7V. A7V gibt es von Kobi schon länger. Aber das hier ist unser, jetzt muss ich wieder das Bild prüfen, also wundern Sie sich, dass ich das weggucke, Sturmpanzerwagen A7V Nummer 563 Wotan. Also der als Nachbau bei uns im Panzermuseum steht. Wunderbar gemacht. Hier hinten drauf mit den Fotos unseres Wotans, mit den richtigen Markierungen von unserem Fahrzeug, mit dem Namen und frisch recherchiert, so auch noch nicht zusammengestellt, die Einsatzgeschichte des Wotan, wo er denn unterwegs war. Das Ganze verziert mit unserem Logo. Das heißt, Sie haben gleich wieder einen Merchandise-Artikel des Panzermuseums zur Hand. Es gibt diesmal keine Figur dazu. Das hat irgendwelche vertriebslogischen, strategischen Gründe. Das ist irgendwie so eine History-Serie. Da gibt es irgendwie keine Figur dazu. Fragen Sie mich nicht. Aber Sie kriegen ein Stück Stacheldraht dazu. Also, was will man mehr? Gut. Der Sturmpanzerwagen A7V Nummer 563 Wotan wird in einer begrenzten Limited Edition von nur 1500 Stück hergestellt. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber gar nicht so viel. Der Leopard 2 hat sich wesentlich öfter verkauft. Sie können diesen Wotan kaufen, wenn Sie bei uns vorbeikommen, im Shop, und dann nehmen Sie mit und gehen raus. Nein, also Sie können ihn bei uns im Shop kaufen, ganz normal. Oder Sie können ihn im Online-Shop kaufen. Das wollte ich schon immer mal sagen, solange der Vorrat reicht. Das hat jetzt ein bisschen was von Teleshopping, aber naja. Ich glaube, er kostet 39 Euro. Nageln Sie mich nicht fest. Ich habe die Daten gerade nicht im Kopf, weil wir anderes zu tun haben. Aber im Onlineshop können Sie sehen, sobald er eingestellt worden ist. Um den Dreh wird es auf jeden Fall liegen. Viel teurer sind diese großen Sets auch nicht. Genau, 1500 Stück. Ja, schlagen Sie zu. Kommen Sie am besten vorbei mit Ihrer Maske. Machen Sie den Einbahnstraßenrundgang und gönnen sich am Ende einen Sturmpanzerwagen Wotan aus dem Deutschen Panzermuseum. Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen. Wir hoffen, wie alle, dass bald alles wieder normal ist. Glauben kann man es nicht, es wird wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern, aber hoffen wir erstmal, dass wir diesen neuen Regelbetrieb mit ein paar mehr Regeln jetzt länger durchhalten können, dass das Panzermuseum einigermaßen normal zumindest aufmachen und laufen kann die nächsten Monate. Wir freuen uns auf Sie, bleiben Sie gesund, damit Sie uns besuchen können. Kommen Sie vorbei ins Deutsche Panzermuseum ab dem 15. Mai. Dankeschön.